Hüfter genauso stecken lassen. Wer damit nicht klar kommt, ihr wisst, wohin es geht. Andere Seite, ist nicht unser. Wer der festen Überzeugung ist, er muss unbedingt seine rechte Achselhöhle lüften, ist hier ebenfalls verkehrt. Ich mache diesbezüglich heute keine Ausnahme. Grüßt euch mit links, lasst euch nicht in verkehrten Posen von der Presse fotografieren. Ja, meinetwegen bindet euch den rechten Arm an. Aber da gibt es heute keine Gnade. Wir sind heute hier als Volk und nicht als politische Gesinnung. Und noch eins. Wir werden nachher laufen. Ich will keinen Haufen von Chaoten sehen. Ich will sehen, wie ihr Schulter an Schulter lauft mit eurem Nachbarn. Weil die einzige Sprache, die die andere Seite versteht, ist die Bildersprache. Und für alle von der möchtegern politischen Gegenseite oder wie sie sich auch immer nennen, die jetzt hier in unserem Kreise stehen, ihr dürft gern hierbleiben und was lernen. Hört zu, hört den Leuten zu, wie ihre Meinung ist, was sie zu sagen haben, argumentiert auch gern. Wenn ihr aber der Meinung seid, hier provozieren zu müssen, dann seid ihr schneller raus, als ihr A, B oder C sagen könnt. Das verspreche ich euch. Ihr seid nicht mehr. Ihr seid nur gekauft. Genau. Jawohl. 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 Oder was denkt ihr, wie viele Leute wir hier hätten, wenn wir heute ein kostenloses Konzert machen würden? Ha? Tut mir leid da drüben, ihr seid einfach nur konsumgeil. Jetzt was Persönliches, und zwar an meine Freunden von den Toten Hosen. Ich bin ein Altpunk, ein alter Sack. Und Punks haben sich politisch noch nie zu einer Seite bekehrt. Sie haben gegen das Establishment angekämpft. Ihr seid nichts weiter als Systemhur. Tut mir leid, Campino. Kleinigkeit, eine Bitte hätte ich noch. Die Presse berichtet heute ausnahmsweise mal nicht von da draußen, sondern die wagt sich hier rein. Was?
Genau. Und diesen Mut sollten wir anerkennen. Lasst sie bitte ihre Aufnahmen machen. Wenn ihr nicht gefilmt werden wollt, dreht euch einfach um. Denn auch ein schöner Rücken kann entzücken. Danke. Ja, liebe Freunde, heute sind wir mit einer besseren Anlage ausgestattet. Ich hoffe, jetzt hört ihr mich alle. Wir sind heute wieder auf einer Kundgebung der Trauer, aber auch des Protestes. Während eine andere Gruppe, ihr wisst es alle, die AfD zu einem Schweigemarsch aufruft, sagen wir laut, das, was hier passiert ist, ist furchtbar. Wir schweigen nicht. Denn Trauer ist das eine, aber Trauer, alleine Trauer, ist vielleicht angebracht, wenn ein Kind tragisch verstirbt, wenn ein Angehöriger stirbt, wenn nach einem schweren Verkehrsunfall Leute ihren Verletzungen erliegen. Aber nach so einem bösartigen Mord, dann geht es nicht nur um Trauer, da geht es auch um den Ruf nach Konsequenzen. Und was hier passiert ist, kommt ja nicht aus heiterem Himmel. Seit Jahren, ungefähr drei sind es jetzt, dominieren in den Abendstunden gewisse Gruppen aus dem Vorderen Orient und Nordafrika unsere Chemnitzer Innenstadt. Wir sind nicht gegen die Ausländer, wie uns das immer unterstellt wird. Ich habe hier in der Hand eine Fahne. Diese Fahne heute hier zu haben, hat uns die Lebensgefährtin des Getöteten gebeten. Er war halber Kubaner. Er hat sich als Deutscher und als Kubaner gefühlt. Und entgegen auch den bösen Verleumdungen, ja, die Familie möchte nicht, dass ihr hier protestiert. Sie hat uns gebeten, heute auch die kubanische Fahne mitzuführen, ihm zu ehren. Und das machen wir gerne. Ich wette, das sind die Bilder, die ihr nicht im Fernsehen sehen werdet. Deshalb zeige ich euch allen Kameras diese kubanische Fahne, die wir heute mit uns führen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat ein Zitat von mir veröffentlicht, das habe ich zwar wirklich so nicht gesagt, aber eigentlich hat es gut auf den Punkt gebracht, manchmal ist die Presse auch zu was nütze. Nehmt ihnen die Messer, sonst nehmen wir euch die Ämter. Wir wollen in erster Linie, dass die Politik ihre Hausaufgaben macht. Es ist nach der Kundgebung am Montag immer noch wahrheitswidrig geschrieben worden. Ich würde hier zu Selbstjustiz und sowas aufrufen, obwohl ich ausdrücklich das Gegenteil gemacht habe. Die haben es wieder geschrieben und ständig wieder gefragt. Nein, wir fordern den Staat auf, seine Aufgaben zu machen. Und erst wenn er das nicht tut, müssen wir, wenn er das weiterhin nicht tut, müssen wir auch intensiver darüber nachdenken, wie wir uns selber schützen. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir
Wisst ihr, was bei rausgekommen ist? Es geht nicht darum, eigenmächtig Menschen zu bestrafen. Es geht darum, eigenmächtig uns zu schützen, wenn der Staat diese Aufgabe, diese Kernaufgabe, unter deren Vorwand er uns Steuern abknüpft, nicht mehr wahrnimmt. Mir ist mal vorgeworfen worden, ich würde den Staat mit der Mafia gleichsetzen. Aber das stimmt nicht. Denn wenn die Mafia einem Schutzgeld abpresst, dann beschützt sie einen wirklich. Wir sind auch, wie wir gestern sogar im MDR gehört haben, wir sind nicht die Neonazis und die Rechtsaußen, als die man uns hinstellt. Wir sind die Mitte der Gesellschaft. Wir haben zumindest die Mitte der Gesellschaft heute unter uns. Und die Mitte der Gesellschaft bitte ich nach vorne. Wir haben unter uns unseren Freund Winfried Wenzel, der auch bei den letzten beiden Kundgebungen schon gesprochen haben. Und er ist vom MDR zur Mitte der Gesellschaft erklärt worden. Ohne Namensnennung natürlich. Ich bitte ihn mal zu erklären, wie das kommt. Erstmal begrüße ich Sie alle hier ganz herzlich. Gestern hörte ich auf dem MDR-Hörrundfunk, dass die Bürgergesellschaft in Chemnitz einen Gedenkort eingerichtet hat. Naja, habe ich mir gedacht. Da rufst du mal an beim MDR und habe mich geoutet. Dieser Bürger, der den Gedenkort errichtet hat, der steht hier vor euch. Ich persönlich habe die ersten Kerzen aufgestellt und Teelichter aufgestellt. Ich habe dort gesehen, wie Leute, ungewollt betone ich, ungewollt zu Fuß über diese blauen Flecken, Entschuldigung, ich bin ein bisschen farbenblind, über diese roten Flecken gelaufen ist. Die Leute haben das nicht gewusst. Und da habe ich mich auf mein Radl geschwungen, bin schnellstens nach Hause gefahren, habe alle Adventslichter zusammengesucht. Ich hoffe, ich bekomme wieder welche zusammen, sonst fällt Weihnachten dieses Jahr aus bei mir. Es gab schon mal eine Zeit in der DDR, da gab es keine Kerzen. Die Älteren werden sich euch erinnern dran. So, und bin wieder reingefahren, mit dem höchsten Gang, den mein Fahrrad hergab, und habe dort diesen Gedenkort eingerichtet. Ich habe dort die Kerzen gestellt. Und ich habe es eigentlich gedauert, ich bin älteres Semester und ich habe auch die neueste Technik nicht. Ich habe dort auch nicht gleich ein Foto machen lassen können von mir. Aber im Wochenendspiegel habe ich hier ein Foto der Frau mit Cindy Hase. Wenn Sie mich hören, die Frau Cindy Hase, dann bitte ich Sie mir doch mal, so ein Foto zuzuschicken. Dieses Foto zeigt deutlich, wie dort 5, 6 rote Kerzen als Kreuz angeordnet und Teelichter zur Eingrenzung stehen. Aber du warst ja Sonntagmittag, wo kriege ich denn eine Blume her? Dann bin ich ein paar Meter weitergegangen. Und da ist ein Beet mit 2 E, Beet. Dort stehen rote Rosen. Da habe ich mir es erlaubt, mal 3 rote Rosen abzureißen. Vielleicht kriege ich jetzt einen Strafbefehl von Herrn Runkel. Ich weiß es nicht. Da muss ich mal mit der Spendenbüchse rumgehen bei euch, damit ich das Geld wieder reinholen kann. So, ich will Ihnen auch sagen, warum ich das gemacht habe. Ich bin Christ seit meiner Geburt, bin getauft, konfirmiert, keine Jugendweihe in der DDR und habe kirchliche Trauung und Taufe meiner Tochter
auf meinen Wunsch hin ins Buch der Familie eintragen lassen. Das war nicht üblich. Ich bezeichne es nicht als Heldentat. Aber der Pfarrer hat mir gesagt, Herr Wenzel, das machen nicht viele. Das hat ja nur Vorteile gebracht in der DDR. Aber es steht drin. So, das mal. Und für mich als Christen gibt es keine Toten oder gute oder schlechte Toten. Es sind Gottesgeschöpfe, es sind Menschen. Und das war der Zweck, warum ich das gemacht habe. Und als ich nebenan noch dieses Gedudel von diesem, ich hätte beinahe gesagt, Weihnachtswort, von diesem Stadtfest gehört habe, da war es bei mir noch einmal ein bisschen stickel. Da hat die Frau Ludwigs nicht mal fertig gebracht, das Fest zu unterbrochen. Das ist Respekt und würdelos. Frau Ludwig. Mensch, wer ist Frau Ludwig? Wollen wir diese Frau noch länger ertragen? Ja! Nein! Frau Ludwig, treten Sie zurück! Binierleiterstelle finden, das kennen Sie ja ausgezeichnet. Der Chef einer Firma geht immer an seinen Brennpunkt. Wo bleibt sie denn? Sie fährt durch Afrika. Genau! Schwänze angucken! Feiern dort. Sollst du doch mal herkommen hier an den Brennpunkt für den Bürger. Traut es sich nicht! Oder 100.000 Bullen müssen hier sein. Ich könnte noch weiterreden, aber ich sage mal, das waren die Hauptbeweggründe, warum ich hierher gekommen bin. Und ich danke dem Herrn Kuhlmann. Der steht als Mann der Mitte für alle Chemnitzer. Pro heißt nicht umsonst für. Für Deutschland. Pro Chemnitz ist für Chemnitz. Ich hoffe, dass ihr alle wisst, wo ihr mal euer Kreuz machen müsst. Möchte ich betonen. So, keine Wahlwerbung, ich war jetzt Privatbürger. Und noch eins hat mir aufgestoßen an der Frau Ludwig. Im Amtsblatt Nummer 9 vom 5. März 2015 verkauft uns die 40 Jahre. Bin noch nicht ganz fertig. Jeder oder viele von uns anständige Chemnitzer. Gehen wir doch früh mal ein Brötchen holen beim Bäcker. Ja? Und da laufe ich so schön meine Straße entlang, nenne die Straße bewusst jetzt nicht. Ich habe auch mein Auto vorher in Sicherheit gebracht. Das steht sicher in der Garage. Ich will nicht, dass es abgefackelt wird. So, da habe ich doch, musste zweimal hinschauen, folgendes Plakat entdeckt. Könnt ihr es alle sehen? Ich halte mal die Kamera, ist hier. So, hier. Ich lese es laut vor. Nazis den Tag versauen. Samstag, 1. September, 15 Uhr, Johannesparkplatz, Chemnitz. Ui, ui, ui.
Sie können so hin, die uns hier beschimpfen als Mobbige Dumpfbacken. Pfui! Pfui! Aber ich will aufhören jetzt. Red ich nicht noch in Rage. So, ich bedanke mich bei unserem Freund Winfried Tendl, einem mutigen und aktiven Chemnitzer, der beweist, dass man das auch mit 75 Jahren noch sein kann. Und Heimatvertriebler aus Ostpreußen, also auch ein hier erst integrierter Chemnitzer. Ich weiß, wie Integration funktioniert. Ganz kurz. Die Einheimischen richten sich nicht nach den Fremden. Die Fremden haben sich gefälligst nach den Einheimischen gerichtet. Achtung und Anerkennung, da kommt man nicht geschenkt. Das muss sich jeder Einzelne persönlich selbst verdienen. Heute steht vor euch ein Ostpreuße. Heute bin ich ein stolzer Sachse. Ich war in DDR-Zeit aufgrund meiner großen Verwandtschaft 15 Mal in der Bundesrepublik zu Verwandtenbesuch. Ich bin immer wieder gekommen, weil ich meine Heimat liebe. Bin stolzer Sachse. Im Betrieb habe ich schon die Genossen gefragt. Warum kommst du denn immer wieder zurück? Ja, das ist die Wahrheit. Hier steht ein stolzer Sachse. Zur Ehrenrettung des Herrnstandes, da will ich euch auch noch was kurz sagen. Am Tag der Republik habe ich ihn in Dresden auf der Schlossstraße gefragt, ob ich mich schämen soll, stolz Deutscher zu sein. Und da hat er nicht gesagt, sie brauchen sich nicht zu schämen. Das mal so nebenbei. Ich sage ihm bloß eins, da ist froh, dass er den Job losgeworden ist. Und er ist ihn losgeworden, ich setze gleich fort, an einer, der ihn ganz und gar nicht versteht. Ich habe schon auf den letzten Kundgebungen auch Beispiele gesagt. Ich vertrete selber auch Asylbewerber. Ich kenne mich also durchaus aus im Asylrecht und jedem von Ihnen wird das schon so gegangen sein. Wenn Sie sich in irgendeinem Punkt auskennen, merken Sie sofort, wer es ist, der groß redet über das gleiche Thema und überhaupt keine Ahnung hat. Ich musste das bei Herrn Kretschmer feststellen. Und zwar in einem ganz verwunderlichen Beispiel. Sie wissen ja, dass dieser Mörder eigentlich längst hätte abgeschoben sein sollen. Herr Kretschmer hat gesagt, er wird sich an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, also an eine Bundesbehörde, wenden und wird da ermitteln, warum das nicht passiert ist. Wissen Sie, wer für Abschiebungen zuständig ist? Ich weiß es. Nicht das BAMF, sondern das Land Sachsen. Vielleicht gibt es deswegen keine Abschiebung von Straftätern, weil unsere eigene Landesregierung offensichtlich nicht weiß, dass sie dafür zuständig ist. Abschiebung ist Aufgabe der Länder. Und wir werden von einem Mann regiert, der nicht weiß, was seine Aufgaben sind. Und da helfen auch keine Bürgergespräche und gute Miene zum bösen Spiel machen und überall lieb Kind sein wollen. Das Wichtigste, was ein Ministerpräsident mitbringen muss, ist ein bisschen Sachkenntnis, und der fehlt offensichtlich. Wir haben jetzt gerade eine kleine Schwierigkeit und die wird euch der Thomas bitte erklären. Ihr fordert ja immer Transparenz von der Politik und ehrliche Worte, gehe ich davon aus?
das, was uns gerade fehlt und dass ihr mitentscheiden dürft. Wir hatten das heute mit euch vor. Ich erzähle euch jetzt mal was. Die AfD macht ja, oder trifft sich aktuell an ihrem Parteibüro, rechts vorne oder links, und die machen ab 17 Uhr einen sogenannten Schweigemarsch. Wir hätten jetzt in Anschluss an die Demonstration einen Spaziergang mit euch durchgeführt. Da wäre hier rumgegangen, bei der AfD vorbei, sprich die letzte Runde. Thank you.
Alle auf normal, bitte zu mir. Alle auf zu mir. Ich habe es nicht mehr gemacht.